Wir sind umgezogen und nah an der holländischen Grenze. Nah an der holländischen Grenze heißt natürlich, da gibt es wieder neues TK-Essen, was wir probieren können. Und genau das werden wir heute tun. Wir haben einmal ein potenzielles Frühstück, ein Mittag- und ein Abendessen. Da werden wir uns jetzt mal ein bisschen durchschlemmen. Und natürlich, wie immer am Anfang von jedem Video, sage ich einmal kurz Danke an meine Sponsoren Ostmann, die mich jetzt schon fast ein Jahr unterstützen. Ich habe mein eigenes Gewürz da. Und die haben natürlich hier auch uns schon die neuesten Ableger geschickt mit dem neuen, etwas jüngeren und leckerem Design. Boah, ich habe es so falsch gedreht. Also unterstützt mich doch gerne mal mit dem Code FREEWAFFE. Könnt ihr da, ich glaube, 10% ist das, ich guck mal kurz in die Richtung, 10%, Daumen hoch, 10% sparen. Auch auf mein Gewürz oder wenn ihr euch nochmal eindecken wollt. Wie gesagt, sieht doch fresh aus in der Küche und ist fresh für euch und euren Markt. Und genauso fresh wird es auch ab September höchstwahrscheinlich mit meiner eigenen Kochmarke Phoebe.gg. Da könnt ihr euch schon mal ins Newsletter eintragen. Macht das gerne mal. Und jetzt wollen wir mal den Griechen Game Kanal von Julian Bam, also abonniert meinen verdammten Kanal. Los geht's. Wir starten mit dem Frühstück, denn wir sind heute unterwegs bei Albert Heijn. Oder wie man auch in Holland sagt, Timo. Albert Heijn. Albert Heijn. Keine Ahnung. Man braucht immer so einen Satz, ich habe die Frikando nicht gegessen. Albert Heijn. Wir waren im Urlaub letzte Woche, also ein paar von uns, in Holland auch und haben uns da ein Häuschen gemietet und ich habe da schon mal ein bisschen vorgescoutet und es wurde hier auch perfekt eingekauft. Wir haben nämlich ein kleines Toasty mit Flam. Da ist Chili und Käse drauf und anscheinend irgendwie belegt mit bietige Flammetjes. Wulling und Young Blake. Keine Ahnung, Mann. Wie muss man das zubereiten? Preparation. Das wirklich auf Holländisch und auf Französisch. Warum? Produkt erst laten und also antauen lassen, rostern in Kontaktgrill. Ah, fuck. Kontaktgrill. Wir haben keinen Kontaktgrill, Timo. Ist nicht schlimm. Ich mach's in der Pfanne. Und dann steht hier, bereitigsten Kund per Type Apparat variiert. Also je nachdem, was für ein Apparat du benutzt, umso schneller oder langsamer geht's. Sollen wir das einfach in den Toaster machen? Dann haben wir hier nochmal als nächstes Fast Fruit. Das sind schnelle Früchtchen. Der leckerste Smoothie mixen. Scheiße, wir haben unseren Mixer auch nicht. Also ich muss mal ganz kurz sagen, wir sind immer noch hier. Ihr hört es vielleicht leicht im Hintergrund. Oben sind gerade Entrümpler und hauen hier alles aus dem neuen Büro raus. Hinten wird der Boden geschliffen. Hier ist so ein Chaos. Also das ist wirklich ein Thema. Und wir haben gerade aus der Garage einen Backofen genommen und haben ihn dann Hausstrom angeschlossen. Aber er funktioniert. Also klappt. Es ist vergebt mir, ich glaube, ich werde nur mal so eine Banane probieren. Ich kann es nicht Smoothie mixen. Ich habe den Mixer nicht. Ich weiß nicht, wo es ist. In 2, 3 Wochen ist das alles geregelt hier für uns. Aber also es wird dann geregelter. Wir können dann die Küchen endlich mal aufbauen. Aber ey, Baustelle. Ich hab angekündigt, das ist Chaos. Das heißt, den brauche ich jetzt noch nicht. Außer vielleicht für die, denn wir haben noch amazing, 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 amazing Snack with Benefits. Together we create the ultimate plant-based snacks made from veg. Ofen rack without baking paper. Oh, es passt sehr gut, weil Backpapier haben wir natürlich auch nicht. Kann so ein Ofen explodieren, Leute? Bei 100, 220. Das heißt, ich bereite das mal ganz eben irgendwie zu und dann gehen wir gleich zum Taste-Test über. Es wird ein Chaos heute, ich kann es nicht in Worte fassen, aber los geht's. Es ist, glaube ich, fertig. Timo sagt, es ist verbrannt. Das finde ich nicht. Ich habe immer noch keinen Ofenhandschuh oder sonstiges gefunden. Dementsprechend, ne? Oh, oh Gott, man kann nicht reinpieksen. Ich muss ehrlich sagen, es sind halt geviertelte Maisstückchen. Wenn das jetzt nicht nach was schmeckt, das sieht so ultra geil aus hier drauf. Ich glaube einfach, es ist nicht geil. Nebenbei, euch schon mal kurz gezeigt, in dieser Toastpackung ist genau das hier drin. Zweimal. Einen davon haben wir schon hier drauf liegen. Warte mal, was macht der hier? Fängt an, ein bisschen zu labbeln. Ich weiß nicht, wie ich den umdrehe, wenn der Käse flüssig wird. Ne? Übrigens, das hier, wir haben wirklich den Mixer gerade nicht gefunden. Aber ich bin natürlich auch gerne für euch bereit, noch mal dieses Wagnis ohne einen Mixer einzugehen. Um mal kurz mir hier Mango, Ananas oder Banane rauszunehmen. Weil man kann das natürlich auch so. Ist lecker. Wusstest du eigentlich, dass ich meine ganze Jugend morgens in der Schule oder vor der Schule mal Toast gegessen habe und immer mit einer Gabel meinen Toast da rausgepickt habe, um den rauszunehmen, weil das mir immer zu heiß war. Und ich habe erst mit so 25 erfahren, dass man nicht mit der Gabel in den Toaster sollte, weil sonst könnte Peng machen. Ja, an einer Stelle ist ein bisschen toasty. Das hier, super lecker, bewerte ich natürlich nicht. Ich habe es ja nicht als Smoothie gegessen. Die Geräte hier kann ich aber natürlich schon bewerten. Statt sich einfach so einen Drecks-Maiskolben zu holen. Ich schwöre dir, wenn da jetzt nicht Butter oder noch irgendwie sowas drauf ist, dann ist ja größtes Verbrechen. Es ist geviertelter Scheiß-Mais. Kein Gewürz dran, nix. Zum Glück. Besser. Aber ansonsten ist es auch nur Mais. Ich gebe eine 2,5, das ist komplett normal. Wenn ich mir jetzt einen Mais kaufen würde und den so machen würde oder jetzt hier, ist ja genau das Gleiche. Springen wir noch mal einmal kurz in der Zeit, bis der Toast einigermaßen ready ist. Toast ist auch fertig jetzt. Schauen wir uns doch mal das Wunderwerk der Technik an, was dann da die Holländer produziert haben. Also
Man muss es, wie gesagt, eigentlich auf dem Kontaktgrill machen. Käse ist leicht angeschmolzen und wir haben irgendwas am Patty da drin. Also in der Mitte ist eiskalt. Bestimmt ist dann das Zeug, was hier drin ist, auch ganz lecker. Ich probiere einfach. Ein so ein Toast, 350 Kalorien, ne? Aber ist lecker, ist ein bisschen spicy, wie so eine türkische Hackmischung. Aber eigentlich ganz lecker. Läuft besser als der Mais, bin ich ehrlich. Also ich glaube, ich gebe da 3,5. Das ist so asoziale Snacks, aber die sind manchmal nicht so schlecht. Gerade wenn es TK ist. Gehen wir mal rüber zum Mittagessen. Mittag. Schon ein bisschen was Süßes für den Gaumen. Wir haben Poppies, kennen vielleicht Leute aus Amsterdam. Gezogen Karamellsoßius. Also das ist ein kleiner Karamellkern drin. Das ist wie Windbeutel, oder? Windbeutel mit Schoki drum. Weil da ist auch noch dieser Teig und in der Mitte ist doch immer so diese Sahne. Dann haben wir noch einen kleinen Burrito. Den werde ich jetzt gleich auch schon in den Ofen schieben, denn der Kollege braucht auf 200 Grad. 23 Minuten, alter Vater. Und die Kollegen hier, das sind so, glaube ich, kleine frittierte Stangen mit Käsefüllung in der Mitte. Die werde ich jetzt gleich einfach in eine Pfanne hauen, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich glaube, das in den Ofen zu machen, oder geht das auch im Ofen? Weil dann können wir es ein bisschen abpassen. Hier steht nämlich nur befroren auf. Warum ist es nur französisch? Die kann man im Ofen machen, aber ein bisschen später, ne? Bisschen später als das. Ich würde sagen, die lasse ich noch kurz ein bisschen auftauen und dann schiebe ich immer ganz schnell unseren Burrito rein. Barbecue Chicken soll da drin sein. Kennst du diese komischen spicy, wie heißen die, Wraps dann, die man da irgendwie für benimmt? Es ist eine Störung da drin. Normalerweise mag ich diese spicy Wrap-Dinger nicht, weil die erinnern mich immer an Tankstellenessen. Weil nur Tankstellen, weil das so weird lange konserviert werden muss, benutzen dann auch immer noch das Brot und machen da so Würze rein oder so. Also wenn man dann Toast grün oder irgendwie so ein Quatsch. Aber schauen wir mal, 25 Minütchen bei 200 Grad. Einmal so, scheinbar auf 25 Minuten, ne? 50 Minuten. Nein, 5 Minütchen vorher klatscht die mal rein, weil die sollen eigentlich auch nur 3 Minuten in die Fritteuse. Wir sehen uns gleich wieder, dann sind die Sachen hoffentlich fertig. Und dann gibt's einen kleinen Gaumenschmaus zum Mittag. Ach ja, wir machen ja die Übergänge bei TK. Ich habe gerade nur geklatscht. Boah, das Ding war bestimmt so, oh mein Gott, er hat's vergessen. Geil, ich habe voll den geilen Arbeitstag. Aber jetzt machen wir was richtig geil. Holen wir doch mal unseren kleinen Burrito jetzt raus. Der scheint nämlich fertig zu sein. Ich habe die Käsedinger auch noch mit da reingemacht. Aber, sag dir ehrlich, Timo, ich glaube, 10 Minuten reichen nicht. Die sehen noch sehr unready aus im Gegensatz zum Burrito. Es ist genau die richtige. Egal. Alles gut. Bleibt ihr noch mal kurz hier drin. Dann ziehe ich mir gleich einen kleinen Cheese Popper raus. Ich glaube halt wirklich, dass du eigentlich beim Burrito nicht so viel falsch machen kannst, oder? Das hat das, was du gebraucht hast, noch in deinem Leben, sag ich dir, oder? Ich sag dir, es riecht schon wieder wie dieser rote Wrap. Schmeckt nach original gar nichts. Dicke Paprikastückchen. Schön Käse. Ich finde Paprika kann auch entweder so derbe geschmacksintensiv sein oder so gar nicht. Weißt du, was ich meine? Schmeckt nach nichts. Wie kann ein Tiefkühlprodukt, was eigentlich so lange haltbar sein soll, nach so wenig schmecken? Das ist ein richtiges Disappointment gerade. Ja, man könnte jetzt erstmal noch drauf kippen, aber das ist wirklich das ist tragisch. Gut, ich bin bei einer 2. Das ist nicht mal mittelmäßig für mich. Das ist unter Mittelmaß. Probier mal wenigstens so ein Poppy jetzt. Die sind geil. Aber sind wir mal ganz ehrlich kurz zueinander. Die besten Sachen aus dem Tiefkühlfach sind immer die süßen. Mmh. Ich stehe crazy auf Karamell, ne? Ist eine 4 von 5. Die sind wirklich kurz vor Perfektion. Das ist geil. Die sind schön aufgetaut. Daneben. Dann geht's hier richtig schlecht nach so 10 Stück. Ich nehme jetzt mal hier so einen Käsepopper raus noch. Ich dachte jetzt, das läuft da so raus, aber das ist ja wie so ein Mozzarella-Stückchen, was da reingeflechtet worden ist. Ich habe jetzt noch ein bisschen was von der Soße vom Burrito dran, aber ich glaube, das sollte nicht hinderlich sein. Dementsprechend. Das, was denen an Salz fehlt, ist da drin. Weil es auch Käse, ne? Aber ich muss sagen, das ist nicht der Käse, der salzig ist, sondern die Panade. Das im Mix, das ist wahrscheinlich geiler. Aber ist das jetzt geil? Ich meine, man muss es auch frittieren, damit das höchstwahrscheinlich noch richtig crunchy wird. Holland, ne? Es ist Holland. Es ist Holland. Ich will gar nichts sagen. Es ist, bleibt aber bei mir im Mittelmaß. Ich muss sagen, die Dinger sehen so geil aus in der Verpackung immer. Aber ist es das? Für mich eher nicht. Ist auch eine 2,5. Das heißt, wir machen jetzt einmal den Mond am Himmel und jumpen rein ins Abendessen. Abendessenzeit. Wir haben natürlich vorgesorgt. Wir haben einmal den Ofen-Party-Mix. Das sieht aus wie nochmal so ein Quillzeug in verschiedenen Panaden. Also wie so ein Frischkäse ist wahrscheinlich auch wieder. Ich würde es euch gerne genau sagen, aber ich bin einfach zu dumm dafür, das zu übersetzen. Aber ich weiß jetzt, dass ich das auch im Ofen machen kann. Das heißt, das hier ist auch wirklich für den Ofen. Und dazu gibt es kleine Cheeseburger. Wie sich das gehört. Süß, oder? Die habe ich noch nicht gesehen irgendwo bei uns in den deutschen Filialen. Auch so ein Ofenthema. 8 Minütchen. Das hier auch, glaube ich, so um die 8 Minütchen. Das 180 Grad, das 220. Das heißt, wir einigen uns auf
auch um die 200. Und wir haben natürlich noch das Gerät hier, was Vanille-Eis sein soll. Ja, ich mache mal ganz kurz hier den Party-Mix auf. Wir machen einmal das hier, einmal, ich glaube, das ist eine kleine Frikandel. Und dann noch so ein Chili-Cheese-Nuggy oder sowas, I don't know. Sehr, sehr. Und dann gibt es dazu ein paar kleine Cheeseburgerchen, ne? Die müssen jetzt dann höchstwahrscheinlich so um die 10 Minuten. Ich schau mal kurz. Timer auf 11 Minuten. Guck mal. Die waren sogar schon mal getoastet. Und da ist so ein kleiner Ketchup, der da runterläuft. Ich mach mal ein. Ich glaube, das wird's tun. Ich hoffe, das zerfällt mir da drin nicht. Ich habe noch 9 weitere Versuche, Timo, wenn das nichts wird. Das sollte auch in der Zeit funktionieren. In der Zwischenzeit vielleicht schon mal ein kleiner Pre-Test, bevor es richtig losgeht. Ich habe Angst, dass mir das ins Gesicht spritzt. Oh. Ich drück nicht. Es ist Vanilleeis. Ich höre nicht auf. Es ist Vanilleeis, das rauskommt. Das ist sehr lecker. Hör auf, jetzt. Das ist super groß Vanilleeis. Das ist auch wieder eine 4 von 5. Aber es ist gut, es ist sehr eine Spannung. Ich glaube, ich kriege das nicht alles aufgegessen. Wir sehen uns jetzt gleich wieder. Kleiner Eisübergang. Das ist wirklich eine Frikandel, die da jetzt raufgetrieft ist. Boah, ich hatte so lange keine Frikandeln mehr, ne? Stimmt, seit dem letzten Tiefkühlessen. Aber das ist jetzt eine echte holländische. Das heißt, ob da jetzt auch ein Unterschied dran ist, sehen wir gleich. Warte, so. Der Mini-Cheeseburger, Timo. Ja, yeah. Sowohl rein als auch rausbekommen. Ich habe jetzt hier an der Seite gesehen, es sind wohl auch verschiedene Füllungen in den einzelnen Dingern drin. Würde jetzt aber erstmal, bevor ich damit loslege, mir den Cheeseburger vergenussferkeln. Und natürlich, wie ein Mann, teile ich mir den jetzt erstmal in der Mitte. Durch. Mhm. Oh, Alter. Aber ich sag dir, der Ketchup mit dem Zucker und so, der wird abholen. Vielleicht noch ein bisschen Käse mit Salz. Gehört, wie crunchy das ist. Ohne den Ketchup wäre das nichts. Hackfleisch ist da drauf jetzt super, super gummiartig schon, muss man sagen. Käse ist okay salzig. Wir haben ein bisschen süß von dem Ketchup, aber ansonsten sehr ausgewogen. Dieses crunchy Brötchen finde ich jetzt nicht so dramatisch. Wurde ja auch schon mal vorgebacken. Ich habe jetzt auch ein bisschen höher, kann daher gut kommen. Ich finde es aber schon okay. Ich würde sogar eine 2,8 geben. Ich gehe sogar ein bisschen über den Durchschnitt. Ich glaube, wenn du da jetzt noch mal so ein bisschen, weißt du, so einen Gurken-Relish machst, so einen ganz kleinen gehackten und den da irgendwie drauf machst oder irgendwelche geilen Soßen zum Dippen, dann ist das alright. Würde ich mir das irgendwie fetzen, um Hunger zu stillen oder sowas? Mm-mm. Kann man selber ganz einfach machen. Ja, also dementsprechend sind wir uns mal kurz einig, viel höher. Als das kann man und sollte man da auch nicht gehen. Jetzt aber die erste holländische Frikandel nach Ewigkeiten. Oh, riecht schon nach Fuß. Es ist einfach sehr weich. Es ist wie so ein Pudding schon in so einer Fleischkonsistenz. Bewerte aber den Mix komplett. Vielleicht holt ihr hier noch mal was raus. Sieht ein bisschen so aus, als wäre das. Das sind die Burger Patties, die wir, glaube ich, mal hatten. Jetzt nur als kleine Frikandel. Ist ja wie so ein Nudel. Oh mein Gott, da ist so ein Thai-Nudelsalat drin. Oh, das ist ein Curry. Boah, das macht schon in den Patties nicht. Mm-mm. Was ist das hier? Das ist auch nochmal Fleisch. Das ist ein Nugget. Wir haben ein Nugget, so ein. Oh, boah, Alter, das brennt wirklich, dieses Curryzeug. Das ist wirklich wie in diesen komischen Veggie-Patties. Das waren auch holländische, die wir hatten. Das nicht geil. Gucken wir mal, ob das Nugget noch was taugt. Schon sehr schleimig von der Konsistenz her, das Fleisch leider. Bestimmt holst du mit der Frittier-Experience noch mal ein bisschen was raus. Aber Backofen sind die meisten Dinger wirklich nicht. Nachspeisen top, alles andere eher Flop, muss ich ehrlich zugeben. Einigen wir uns bei dem Party-Mix auch eher auf eine 2-2. Das ist, glaube ich, das Fairste. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.